Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Jetzt habe ich extra abgewartet, weil Merlin mir gerade meine Ansage versaut hat und jetzt läuft er hier einfach vor mir her und ja, macht eine kleine Bombe ins Bild. Na gut, wir wollen uns heute um Anna kümmern und damit hoffentlich Anna abschließen. Das hört sich so komisch an. Anna abschließen. Das hört sich fast an wie Anna abschießen. Das wollen wir natürlich nicht. Ah, Moment. Anna. Nicht weglaufen. Sollen wir was zusammen unternehmen? Ja. Nicht weglaufen. Bleib hier, Anna. Ich muss das nur kurz einnehmen, vor allen Dingen. Nein, Anna! Bleib stehen! Anna, ich hasse dich. Ganz ehrlich. Ich wollte nur das Ding mal kurz nehmen. Jetzt lauf doch nicht weg. Oh. Jetzt. Nein. Mann, red jetzt endlich mit ihr. Oh Gott. Merlin hat eine Idee, wie man die Erinnerungen von Christoph zurückbringen kann. Aber es klingt ziemlich kompliziert. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um zu helfen. Danke. Okay, er sagte etwas über einen Zauber. Dann fing er an, mir detailliert zu erklären, wie dieser funktioniert und ich habe nichts mehr verstanden. Ich habe jede Menge Erfahrung mit Elsas Eismagie, aber alle anderen Arten von Magie sind wie... Wow, was hast du gesagt? Magie ist einfach, solange man vorsichtig ist. Nun, das überlasse ich gerne den Experten. Könntest du mit Merlin reden und herausfinden, wie man diesen Zauber wirkt? Sicher, ich werde mit Merlin sprechen. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Merlin, der Trotzkopf, ist mir ja eben schon entgegengelaufen. Es tut mir auch leid, dass ich mich immer noch ständig räuspern muss, aber es geht einfach nicht weg im Moment. Oh, hallo! Ah, Gameplayerin, du bist hier, um mich um Hilfe für Anna zu bitten, oder? Ich habe versucht, dir den Zauber zu erklären, aber wenn ich mit anderen Dorfbewohnern über Magie spreche, sehen sie mich an, als würde ich Kauderwelsch reden. Das ist schon kurios. Für mich ergibt das alles einen Sinn. Ja, ich weiß, deine magische Sensibilität ist ziemlich ausgeprägt. Auf jeden Fall kenne ich jetzt, da Christoph einige seiner Erinnerungen wieder erlangt hat, genau das Richtige, um den Rest zurückzubringen. Du brauchst für den Zauber etwas, das für Anna und Christoph wichtig ist. Etwas, das ihre Liebe symbolisiert. Vielleicht ihr Verlobungsring? Oh ja, der wäre perfekt. Jetzt brauchst du noch ein paar Tropfen Traumscherben, um den ganzen einen Funken Magie zu verleihen. Und einen Pilz. Ein Pilz? Um die im Dunkeln verborgenen Erinnerungen hervorzulocken. Ach so, Pilz im Sinne von Magic Mushrooms oder was? Ein Pilz? Ein Champignon, um genau zu sein. Aber nicht irgendein Pilz. Du musst zu den Schatten der großen Weide auf der Lichtung des Vertrauens gehen und einige rote Pilze sammeln. Sobald du sie hast, suche eine Werkbank auf und mische alles mit dieser Flüssigkeit als Beschleunigung. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Okay. Also Traumscherben haben wir genug. Sprich mit Anna, um ihren Verlobungsring zu bekommen. Ja gut, das sollten wir vielleicht vorher noch machen, genau. Anna, ich klaue dir mal kurz deinen Ring. Hallo, ich muss mit dir reden. Warte, du brauchst meinen Verlobungsring für den Zauber? Ja. Okay, bring ihn einfach zurück. Er ist ein wirklich wichtiges Symbol der Liebe, die Christoph und ich füreinander empfinden. Wenn dieser Zauber funktioniert, wird Christoph auch all seine Erinnerungen an diese Liebe wiedererlangen. Das hoffe ich. Ein verzauberter Ring. Kommt sofort. Danke. Kein Problem. So, Lichtung des Vertrauens, die Weide, ne? Ja, genau. Ich muss mal eben ein Haar wegschieben, weil es ist grausig, dass ich immer wieder... Man hat von roten Pilzen gesprochen, weil wir die natürlich auch mal eben mit einsammeln können. Und sind das die? Ach, die müssen ausgebuddelt werden, oder was? Ah, nee. Hä? Ach so, einfach aufheben. Ja, dann buddel ich mir aber auch noch mal eben eine Scherbe aus. Oder zwei. So.
So, okay. Da ist noch mal einer. Nur an der Weide oder? Da sehe ich nämlich jetzt gar keine roten Pilze mehr. Moment. Ah! Doch, da war noch was. Oh, dieses Backen über die Steine und so, ne? Das regt mich auf. Schrecklich. So. Dann haben wir jetzt alles. Dann wieder zurück. Und dahin. So. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was wir hier machen. Anna, wo bist du? Hau mir nicht ab. Bist schon wieder reingegangen, ne? Nee, du stehst noch davor. Bleib stehen. Bitteschön. Oh, hallo. Mein Ring. Er sieht so magisch aus. Ich habe ihn verzaubert, genau wie Merlin gesagt hat. Oh. Dankeschön. Nun, ich denke, es ist an der Zeit, es Christoph zu zeigen. Wenn das seine Erinnerung nicht zurückbringt, dann wird es nichts schaffen. Auf Wiedersehen. Nein. Ich muss zuhören. Warte auf mich. Christoph. Du musst wieder mit Power Moves zu uns kommen. Oh, jetzt kann ich hier nicht. Da ist er doch. Mal schauen. Anna. Hallo. Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich wünschte nur, ich könnte mich ja mehr über unsere... Hier. Dies wird deine Erinnerungen für immer zurückbringen. Ein Ring? Ja. Sieh ihn dir an. Du hast ihn mir gegeben. Warum habe ich dir einen... Oh. Oh. Christoph? Ist alles in Ordnung? Ja. Wow. Magie ist heftig. Erinnerst du dich an unsere gemeinsamen... unser gemeinsames Leben? Das tue ich. Es kommt alles wieder zurück. Hallo? Kommt da noch was? Wir haben uns in einen Schneesturm getroffen. Du warst eingefroren. Dann warst du es nicht mehr. Elsa hörte eine Stimme. Wir gingen in den Zauberwald. Es waren Riesen da. Ich habe dich gefragt, ob du mich heiraten willst. Und du hast ja gesagt. Ja, genau. Vergiss das besser. Nie wieder. Nein, nein, nicht weglaufen. Anna. Du bist so eine selten blöde... Hey, du bist hier. Ich laufe aber nur Anna hinterher, ne? Die anderen kommen mir sogar teilweise entgegen. Du hast es geschafft, Gameplayerin. Der Zauber hat Christophs Erinnerungen zurückgebracht. Danke, danke, danke. Doch halt, ich habe noch eine Frage. Welche? Weißt du eigentlich, wie toll du bist? Natürlich weiß ich das. ich habe nur versucht zu helfen. Und genau das macht dich so toll. Ich kann gar nicht aufzählen, wie oft du dem Dorf oder Christoph und mir geholfen hast. Ich werde jetzt ein paar neue Erinnerungen mit Christoph erleben. Wir sehen uns bald wieder. Ich wusste, du schaffst das. Nein. Aber sie hat noch eine Aufgabe. Stopp. Hallo. Ich bin mir nicht sicher. Ich mache mir Sorgen um Elsa. Sie war in letzter Zeit sehr frustriert. Was ist los? Erzähl mir alles. Also, ich schätze, die Dinge in der Höhle laufen nicht so, wie sie es gerne hätte. Sie hat noch keine Lösung gefunden. Lösung für was? Weil wir sind schon durch. Elsa wird still, wenn sie aufgebracht ist und sie neigt dazu, dann alleine loszuziehen. Hatten wir den Text nicht schon mal? Ich habe mir überlegt, dass wir etwas tun könnten, um sie daran zu erinnern, dass es da draußen viele Menschen gibt, die für sie da sind. Vielleicht würde ein Geschenk sie aufheitern. Ein Geschenk? Das ist eine großartige Idee. Wie wäre es mit etwas, das Elsa an unsere gemeinsame Kindheit erinnern würde? An eure. Oh! Oh, das wäre perfekt. Oh, lass es bitte das sein, woran ich denke. Ich habe ein Buch mit Porträts von unserer Familie in meinem Haus. Lass es uns holen. So, Anna, bevor du mir jetzt wieder wegrennst. Komm mit. So. Das ist hier, ne? Ja, brauche ich nur gerade auszugehen.
Ein Porträt. Na gut, okay. Ich dachte jetzt, oder ich hatte vielmehr gehofft, dass wir eventuell irgendwie einen Schneemann bauen könnten oder so. Ne? Zwinker, zwinker. Aber vielleicht kommt der ja mal irgendwann als neuer Charakter. Man weiß es ja nicht. Wo kommst du denn hier? So. Ich sehe überhaupt nichts mehr irgendwie, aber ich gehe mal rein. So, irgendwo. Diesmal nicht an seinem üblichen Platz, aber auf dem Boden. Anna? Das ist dein Haus. Du darfst gerne reinkommen. Oh, diese Porträts sind genau das, was wir brauchen. Elsa wird so glücklich sein, wenn sie sie sieht. Oh, eine Sache noch. Wir sollten ja einen Kuchen backen. Einen Schokoladengeburtstagskuchen. Hat sie Geburtstag? Nein. Aber deshalb wird es für sie so eine Überraschung sein. Ich möchte ihr an 365 Tagen im Jahr sagen, dass ich mich freue, dass sie geboren wurde. Du bist eine tolle Schwester, Anna. Danke, ich versuche es zu sein. Na gut, ich werde einen Geburtstagskuchen für Elsa backen, um ihr zu zeigen, dass wir uns das ganze Jahr um sie... kümmern. Großartig. Hier, nimm dieses Rezept, damit du weißt, wie du ihr Lieblingsessen zubereiten kannst. Und bitte gib ihr auch das Buch der Porträts. Ich werde noch an ein paar weiteren Ideen arbeiten, damit wir Elsa so lange feiern können, wie sie es braucht. Rezept für Schokoladengeburtstagskuchen. Das ist aber doch das Rezept, was wir schon zufällig mit, also herausgefunden hatten, oder? Ich guck mal eben nach. Und ich meine, ich hätte sogar, weil das der Kuchen irgendwie ein Fünf-Sterne-Kuchen war oder so, meine ich, hätte ich den auch ins Lager getan. Ich muss mal schauen. Geburtstagskuchen. Hier sind die fertigen Sachen drin. Das sieht nicht danach aus. Das ist ein Soufflé. Moment. Ja, Geburtstagskuchen, meine ich doch. Ja, perfekt. Bring Elsa den Geburtstagskuchen und das Buch der Porträts. Perfekt, perfekt, perfekt. So. Für alle, die jetzt vielleicht extra nur in dieser Folge dabei sind, weil es um ja, Elsas Geburtstagskuchen geht, ich zeige euch, ach da doch nicht, ich zeige euch mal kurz das Rezept, damit ihr das auch nachmachen könnt, wobei das normalerweise angezeigt wird, sobald ihr das erlernt habt. Aber ich zeige es trotzdem der Vollständigkeit halber nochmal, wenn ich es denn mal finden würde, heißt das. Ich habe mittlerweile so viele Rezepte gelernt. Ah, hier, genau. Diese Sachen braucht ihr, um den Geburtstagskuchen zu machen. So, dann müssen wir Elsa finden. Die ist wieder hier drin, ja. Dann gehen wir mal ohne Stimme, aber mit viel Vergnügen da rein und bringen ihr die Sachen. Da ist sie. Menschen sind unglaublich. Sie entdecken, sie erschaffen. Ich meine, sieh dich doch mal um. Ja. Hallo, mein Freund. Was ist das? Es ist ein Geschenk für dich von Anna und mir. Ein Geburtstagskuchen? Aber es ist gar nicht mein Geburtstag. Ja, aber Anna wollte ihn dir trotzdem geben, weil sie dich 365 Tage im Jahr liebt. Das klingt nach Anna. Ich bin froh, sie als Schwester zu haben. Sie hatte noch ein Geschenk, das sie dir geben wollte. Oh, was ist das? Ein Buch der Porträts? Das sind wir. Es sind Zeichnungen unserer ganzen Familie, seit wir klein waren. Anna und ich haben Schneemänner gebaut und dann hat Alf, der Hofmaler, uns daneben mit unseren Eltern gezeichnet. So kann ich, dass Alf Hofmaler ist. Das ist so schön. Danke, dass du mich an meine Familie und an einen meiner liebsten Momente erinnert hast. Ich werde daran denken, auch Anna zu danken. Sie findet immer einen Weg, damit ich mich besser fühle. Das hat Spaß gemacht. Ja,
Anna, könntest du mal da rauskommen? Das ist hier so... Wie ist das gelaufen? Sie hat es geliebt, Anna. Sie hatte Tränen in den Augen. Oh, ja. Ich bin so froh, dass es geklappt hat. Sie sagte, die Zeiten, in denen ihr zusammen Schneemänner gebaut habt, gehören zu ihren Lieblingserlebnissen. Das klang für mich, als würde sie es vermissen. Huh? Hey, das bringt mich auf eine Idee. Lass uns einen Schneemann für Elsa bauen. Ja. Sie hat mir damit immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich ihr den Gefallen erwidere. Ich liebe es, Schneemänner zu bauen. Also ich nicht, aber... Weißt du, Gameplayerin, manchmal denke ich, dass du ein Ehrenmitglied der königlichen Familie von Arendelle bist. Du bist uns so sehr ähnlich. Warte, ich habe eine andere Idee. Wir werden nicht nur einen Schneemann bauen. Ja! Sondern eine Schneefamilie. Einen für mich, einen für Elsa und zwei für unsere Mutter und unseren Vater. Wir brauchen Kieselsteine für die Augen und Münder. Getrocknetes Holz für die Arme. Stoff, damit wir Mützen und Schals machen können. Wir wollen ja nicht, dass ihnen kalt wird. Und für die Nasen, Karotten, die sind ein Klassiker. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas vergessen habe. Schnee? Das war's. Siehst du, du weißt, was du tust. Okay. Muss ich nochmal mit dir sprechen? Echt jetzt? Okay. Ach so, Das ist alles, was wir brauchen, um die Schneefamilie zu bauen. Ich denke, für den nächsten Schritt wird eine Werkbank benötigt, also überlasse ich das dir. Wo soll ich sie aufstellen? Ich dachte an den Wald der Tapferkeit. Vielleicht in der Nähe der Eishöhle. Es sei denn, du hast eine bessere Idee. Wenn du die Schneefamilie aufgestellt hast, hole ich Christoph und Elsa, damit du ein Foto von uns allen machen kannst. Okay. Gut, dann... Also ich denke mal, das ist jetzt da direkt reingegangen, weil ich die Sachen ja schon alle hatte. Das hat sich jetzt nach nichts Großartigem nämlich angehört. Stoff müssen wir auch noch herstellen, oder wie? Nee. Stoff haben wir noch, ne? Schneefamilie. Genau. 8 Stoff brauchen wir dafür. Okay. Gut, dass ich immer bei Christoph regelmäßig einkaufe. Der verkauft nämlich auch Stoff. So, stelle Schneefamilie im Wald der Tapferkeit auf. Also wenn das schon hier... Obwohl, Moment, die Eishöhle, wo sie lebt, die ist ja da oben, ne? Da wohnen die. Muss ich mal eben gucken. Achso, ja, ich habe das jetzt freigemacht. Ah, ich kann ja hier komplett durch. Elsa, ich habe ein Geschenk für dich. So, wenn wir hier was sehen... Oh Gott, wie groß ist das denn bitte? Ja. Drehen, drehen, rechte Taste. Hallo. Hakt doch nicht so. Du sollst nur ein Stück nach oben gehen, mehr nicht. Na? Kann ich auch... Nee, da kann ich ihn nicht hinstellen. Oh, Moment. Jetzt ging es doch endlich da, wo ich sie hinhaben wollte. Mein Gott. Ach so, Moment, noch was? Nee. Nimm an der Party teil. Ja! So, Moment. TR. So, und... Jetzt stehst du blöd da. Und schieß! Wie die guckt, wie geil. Okay. Okay. Ja. Voll die Party. Ey, warum bleiben die hier nicht stehen? Ich habe die extra da hinten hingestellt. Oh. Was ist denn das? Ja. Das war unglaublich. Wir haben Elsa an unsere schönsten Kindheitserinnerungen erinnert. Und einige neue geschaffen. Vielen Dank, Gameplayerin. Ich habe das Gefühl, dass wir noch viele Abenteuer zusammen erleben werden. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin so froh, dass du hier in Dreamlight Valley bist, Anna. Ich auch. Du hast es zu einem besseren Ort, besonderen Ort gemacht. Hier, ich möchte dir das geben, als Zeichen dafür, wie viel du mir bedeutest. Ja, ich habe Anna durch. Ich habe Anna durch. Yes!
Ich freue mich, dass wir das Ganze so richtig schön abhandeln konnten hier. Gut, ihn wollten wir noch leveln. Für ihn brauchten wir Ursula. Die wiederum, ich muss mal kurz gucken, noch nicht gelevelt war, glaube ich, ne? Ja, die ist noch auf Level 1. Lieblingsdinge des Tages. Nachtscherben, Hochzeitstorte und Cremesuppe. Cremesuppe, glaube ich, kann ich machen. Ich bin mir nicht sicher. Hochzeitstorte? Bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Aber okay. Ich wollte gerade sagen, das sah jetzt so komisch aus mit der Blume und dem Frettchen, wollte ich gerade sagen. Mit dem Waschbänder hinten. Ja, dann würde ich sagen, ich kümmere mich jetzt offline nochmal um ein paar Dinge. Sprich, die Kürbisse müssen noch geerntet werden. Und ich werde Donald dann direkt damit leveln. Werde dann gucken, dass ich Ursula nebenbei auch mal level. Wobei sie hat, glaube ich, eine Quest für mich, oder? Ach, was mache ich denn hier? Was drücke ich denn hier? Ja klar, sie hat ja eine Quest für mich. Das heißt, mit der Quest müsste ich dann auf Stufe 2 kommen und danach müsste ich sie dann vielleicht nochmal hochleveln auf Stufe 3, damit ich dann tatsächlich weitermachen kann. Ist aber alles nicht schlimm, weil dann werde ich mir die Quest demnächst holen und dann werde ich sie mal mitnehmen zum Ernten morgen. Oder heute Abend, je nachdem, wann ich es nochmal schaffe. Und ja, dann gucke ich mal, dass ich sie auch noch auf Max-Level bringe. Und was haben wir denn jetzt noch? Das ist mein Gedächtnis mal wieder. Ja, alle Guten im Endeffekt haben wir schon durch, sozusagen. Das heißt, dass wir dann mit Ariel, denke ich mal, in der nächsten Folge weitermachen werden. Ja genau, dafür. Oder mit Donald vielleicht. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Es kann sein, dass ich Donald dann noch abschließen möchte, falls das möglich ist in einer Folge. Mit Donald oder mit Ariel wird es dann wahrscheinlich in der nächsten Folge weitergehen. Ich bin einfach total happy, dass wir jetzt Elsa auch durch haben. Dachte zwar eigentlich, sie wäre jetzt schon durch, von wegen, wenn sie ihre Liebe wieder findet und so weiter. Aber gut, dann kam noch was hinterher, fand ich auch cool. Und ja, noch cooler, dass wir jetzt nicht lange warten mussten, sondern die Sachen einfach aus der Tora ausnehmen konnten. Ne? Das fand ich jetzt persönlich sehr geil. Und ich denke, ich werde das Foto auch ja als Bild nehmen fürs Cover. Das sieht eigentlich recht schön aus, so als Abschiedsfoto sozusagen von der ganzen Story. Ja, ich bedanke mich dann erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.